So, liebe Leute, willkommen zurück hier mit dem letzten Spiel des heutigen Abends. Faculty gegen ESC Gaming. Und die Polen konnten vorhin schon gegen Al ziemlich deutlich gewinnen. Ebenfalls auf Milby 2. Und ESC darf als CT anfangen. Vorhin haben sie jetzt Terror begonnen und haben da auch relativ viele Runden schon geholt. 10 und 11, glaube ich. 11-4 war die Halbzeit. Tja, mal gucken, was Faculty hier ausgedacht hat. Und ob sie vielleicht die kleine Sensation schaffen. Stehen ja im Gegensatz zu Maus ganz solide da in der Liga. Ich glaube 2-0-1 Stats. Oder halt 2 Siege, 2-1 Loss. Könnten sich jetzt mit dem Sieg hier auch in der Top 5 weiterhin etablieren. Oder festigen. So, ist jetzt dritt am B. Legen da an. Passiert allerdings gerade nichts. Und Faculty schon Katze auch oben. ESC steht da sehr defensiv. So, da Mitte unten auch gespottet. Boah. Hey, gefangen von Disruptor schon an der Katze anscheinend. Und jetzt gibt es den Split über Mitte, über Katze. So, Smoke fliegt von Kirby, die ist wichtig. Schöner First Weg von Simon. Kommt durch, Prefire gibt's auch. Mitte Mantis leider keinen Frick setzen können. Oh, HP-Vorteil auf jeden Fall bei ESC. Und Simon auf die Kiste. Oh, er geht auf Frick, macht er gut. Oh, schade, gut abgewartet von Pasha. Richtig stark gespielt. Asmo. Oh, ist im Reload. Und auch der CT war im Reload. Kuben musste ihn da. Ne, Pasha musste ihn da letztendlich machen. Kuben derjenige, der auch keine Munition mehr hatte. Auf jeden Fall gut kommuniziert von ESC. Witziges Ende. Leider kein gutes gefunden für Faculty. Sind da aber relativ vernünftig auf den Spot draufgekommen. Schade, dass Mantis Mitte keinen Frag bekommen hat. Sollte das Timing da vielleicht ein bisschen ändern. Ein bisschen später hochkommen, wäre glaube ich besser. Kuben. Genau so zerstört man da eine Eco. Genau so. Einfach mit Eiern Rinder reingehalten. Sowas gibt natürlich auch immer Selbstvertrauen, wenn man da so eine Eco nascht. Dem Gegner wirklich keine Chance gibt, auch nur eine Waffe zu ziehen. So, Faculty mit dem ersten erste Runde Bombplant. Hier die Möglichkeit zu kaufen. Asmo legt an. Mantis Mitte erfolgreich. Katze wurde auch ein bisschen gepusht. Oh, erstmal auch mit dem schönen Headshot. Also irgendwie merkt man hier direkt den Unterschied zu Lights betut zu Maus anscheinend. Fällt die Aim-technisch irgendwie schon gar nicht so übel. National und auch international. So, können da jetzt groß drauf. Schönes Timing von Mantis. Auch schöner Headshot direkt. A-Spot somit frei, aber auch B frei. Und B wird auch die Bombe gelegt. Mantis hört ihn, sieht ihn, kann ihn ansagen. Asmo legt da auch direkt an, was vielleicht ein bisschen unnötig ist, würde ich sagen. Weil wenn er da sofort Headshot bekommt, hat Dizzy halt ein 1 gegen 1, was er natürlich gut ausspielen kann. Dennoch unnötig wäre. Schön aus von Dizzy. Schade. Schießen da auch auf 4 HP runter. Reicht leider nicht zum Frack. Kuben geht auch sparen und scheint die Waffe auf jeden Fall durchzukriegen. Ja, kommt auf jeden Fall weg. Dizzy muss ja hier nach diesem Bogen laufen. So, mit erster Equip schon mal für Fnatic, für Faculty.
So, behalten da ja einen Aufbau scheinbar bei. Noch Push von ESC. Kann direkt von Kirby vereitelt werden. Kuben gesetzt, den Frax zusammenspielt, glaube ich, mit Pascha. Ich dachte, Neo ist verschoben. Teste aufs Neo hoch. Faculty am B schieben. Also auch hier viel mehr Rotation drin als bei Maus. Um mal jetzt ein bisschen so Vergleiche zu ziehen. Weil man den Spielstil natürlich nicht vergleichen kann. Einfach auch mit der AWP bei Freeze natürlich enorm gefährlich immer. Gehen jetzt auch geschlossen B drauf, wo nur Neo steht. Kommt zu spät zum Gegenflächen für meinen Geschmack. Boah, kann aber noch einen mitnehmen. Sehr stark. Kuben oben. Boah, starke Runde von Kuben. Boah, Weltklasse Runde von Kuben. 3-1. Schön geschoben auch von ESC. Also die sind wirklich ein Top-Team. Das kann man nicht anders sagen. Bin sehr gespannt aufs erste Offline-Event. Oh, wobei. Das ist das erste große Offline-Event. Das nächste ist ja jetzt schon am Wochenende in Polen. Mit diesem kleinen Mini-Go-Turnier mit 4 Teams. Mit ESC, Alsen, Max Flowplay ist glaube ich da und MyDGB. Das könnte ein gutes Finale werden. Mal abwarten. Da werden sich die Spiele wahrscheinlich... Also das Finale wird sich auf jeden Fall lohnen gegen MyDGB. Mal schauen, ob die schon aufschließen konnten mit ihrem Neuzugang PHP. Den ich ja persönlich nicht kenne, aber ich glaube, die Source-Szene. In der Source-Szene ist er relativ bekannt. Ja, First Track. Hätte aber auch abgepasst. So, die Frage, warum die Teamnames nicht als Kürzel da kommen. Das ist eine Eigenart von der ESEA, die, egal was du da als Teamname eingestellt hast, das wird, glaube ich, weggemacht von dem Plugin oder sowas. Also da hast du keinen Einfluss drauf, du kannst auf jeden Fall was drin haben. Aber du wirst so umbenannt, wie du auf der ESEA-Seite heißt, zumindest im Pack. Ich weiß nicht, wie es in so einem Match ist, da kann es durchaus sein, dass du so einen Tag festlegen kannst. Und dann einfach den Namen dran bekommst. Aber da bin ich überfragt. So, wieder aggressiv Katze gepusht. Gut Equipment rausgehauen von Lord. So, Prefire von Faculty. Wissen somit auch, dass dort was ist. Also die Polen. Oh, da ist wohl schon durchgesneakt. Wieder Neo am B. Schon was gespottet. Jetzt gespottet. Mantis mit First Track. Da oben am... Noch am B. So, genau das meine ich. So, die Smoke ist einfach perfekt jetzt für Neo. Also von Neo wahrscheinlich auch geworfen. Oh, aber schönes Prefire von Asmo. Oh. Nein, mit Timing ist er da durchgekommen. Man scheint aber nochmal... Die Bombe ist auch hingeschoben. Also man will hier drauf, Mitte gibt es glaube ich jetzt auch nochmal kurz einen Fight. So, jetzt B drauf, Neo kann einwachen. Kommt immer weg, schöner Reshock von Asmo. Faculty mit der Überzahl, Bombe bei Mantis. Schön von Asmo. Gut aufgepasst am Schuppen und nur noch Taz. Letzte Überlebende gegen 4 Faculty-Spieler. Versucht hier noch ein bisschen die Runde teuer zu machen. ESC kann auf jeden Fall kaufen. Wobei man fast safe sollte, da Kuma einfach wenig Geld hat. So, Tess kommt jetzt auch schwer weg. Oh, Köpfchen gesehen. Überlebt er dort? Ist das die Frage? Zack, einmal Haus wieder rein. Und die Waffe gespart. 5-2. Sehr schöne Runde für Faculty. Neo auch jetzt mit Abe. Also er will sich jetzt nicht mehr drauf einlassen, dass die Ts da so viel Raum bekommen. Vermutlich bleibt er jetzt halt auch im B. Die
Tür da. Okay, liegt dort an. Wirkt die defensiv unten Lobby und ESC auch generell sehr defensiv aufgestellt. Lord blockt sogar unten den Katakomben. Scheiße, dass es da keine Radarpunkte gibt. Das ist einfach ein Witz. Wie lustig das aussieht, der da am Spot immer gehüpft ist. Ich glaube, da gibt es ja am Spot so einen Schlitz, wo man Katze zielen kann. Ich glaube, den hat er immer abgecheckt. So, Lord kommt über hinten. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das einen Sound macht. Er ist raus. Unbekannt. Hört die Steps. Oh, kann einen machen, aber nicht zwei. Eigentlich zu wenig. Oh, Mantis. Asmo versucht von hinten zu kommen. Sehr schöner Move von ihm. Und darauf warten sie auch gerade noch. So, einen von Asmo, den zweiten. Oh, kommt schon! Alter, warum patzt er da aber auch? Trotzdem, sehr schön gespielt. Dass dann noch so ein kleiner Joker-Spieler von hinten kommt. Einfach perfekt. Genau sowas wünscht man sich. Ich denke, die spielt wirklich nicht übel. Dass ich auch extrem defensiv runter. Simon spottet da so ein ganz kleines bisschen. Dizzy würde dann direkt auf Refake rumgehen, was nicht nötig ist. Denn Neo ist schon längst am Safen. Könnte noch auf Dizzy treffen. Der aber gestorben ist. Also dritte Terrorrunde für die Deutschen. Jetzt mal eine aggressive Runde. Also ESC baut um. Haben da keinen Bock mehr auf den Nachteil, den sie sich da immer machen. Schöner Frag von QQ Mantis übrigens. Und die machen auch den Druck hinterher. Katze noch an dem Eck, wird von Kuben abgelenkt. Wird aber aufgepasst von Kirby, sehr schön. Also Map-Kenntnisse auf jeden Fall vorhanden. Kuben wieder Mitte Defrag macht. Macht da einen super Job auf jeden Fall. Trotzdem wieder die Überzahl. Kuben zieht auch wieder zum Mate zurück. Die Smoke natürlich perfekt. Also der eine Smoke einfach so enorm wichtig. Kuben. Ne, sie werden safen. Kuben geht schon T-Base weg. Okay, er will noch ein paar Exit-Tracks. Das ist das einzige Ziel jetzt hier. Kirby kommt nach Neo ausschalten. Hauen sie Katze ab oder nicht? Ja, werden sie auf jeden Fall. Frage, wie viel Kuben da noch mitnehmen kann. So, einen macht er noch. Ah, zweiten auch noch. Sehr schön gespielt von ihm. Guter Laufweg zum Safen. Die Runde noch ein bisschen teurer gemacht für Fnatic. Was habe ich denn immer hier für Sprachfehler? Für Faculty natürlich. So, ESC entscheidet sich dazu, nochmal zu kaufen. Also Faculty hält hier schon beachtlich gut gegen, muss man sagen. Aber doch von Mantis gedeckt mit Abe hinten. Das, was Fries vorhin, glaube ich, auch immer gemacht hat. Ansonsten Lobby defensiv, kompletter Standardaufbau. Mantis schiebt drüber. Simon bleibt allein. Ne, wer ist das? Asmo bleibt allein in der Lobby. Und jetzt gibt es einen Katze-Contact. Timing HE saß nicht ganz. Asmo. Oh, das ist anscheinend wirklich einer durchgepusht. Oder hat ihn am Schlitz gemacht? Gute Decke von ESC. Schöne Headshots, schöne Frags von Taz.
Lenkt er auch nochmal ab. Asmo will es über B was machen. Oder hat B eingenommen jetzt? Oh, hat leider jetzt schon geschossen, wurde gespottet. SC könnte jetzt somit schieben. Oh, krasser Schuss von Asmo, macht wirklich ein hervorragendes Spiel. Spielt hier die 3 gegen 3 Situation raus. Nein, mit dem Schatten hat er doch eigentlich den Vorteil. Oh, eigentlich auch gut abgebrochen von SMN. Oh, bitter. Ah, wenn sie den noch machen. Sollte ihn Asmo machen, wäre es perfekt. Simon hätte ihn auf jeden Fall haben müssen. Schade. Runde aber wieder relativ knapp gemacht. Dafür, dass ESC sie der Katze schon gut auseinandergenommen hatte. Aber trotzdem, in so einer Situation lässt sich Faculty nie von beeindrucken. Laufen da immer noch mal zum B, haben auch noch genügend Zeit dazu. Ist natürlich, wenn man so ein Go sehr spät spielt, hat man natürlich am Ende dann auch keine Zeit noch mal zum B zu schieben. Ganz einfache Rechnung. Und dass es dann auch immer tun, spricht auf jeden Fall für sie. Neo. In den 6 hätte er die 5 mal gehabt. Das schiebt auch komplett defensiv weg. Also wirklich keinerlei Risiko eingehen. Schenkt natürlich somit auch Faculty die Bombe. So, Überleben ist auch mit 5 Mann. 7 zu 4 gleich der Spielstand. Trotzdem Faculty hier auf einem guten Weg. Sollten sie hier noch ein, zwei Runden machen, wäre das auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Ergebnis. Frage, wann die deutsche EBS wieder losgeht. Vermutlich im Februar. Ich glaube Mitte, Ende Februar, irgendwie sowas. Müsste, aber bin mir nicht sicher. Wieder direkt Druck gegen Neo. Direkt abgebrochen und Simon Kirby, glaube ich, den Katze-Spieler geholt. Aber ESC entscheidet sich nochmal dazu zu pushen. Ich spiele das sehr gut. Oh, aber auch Gegenflech. Boah, Kuben jetzt eine Ekelposi. Kein. Sehr stark für Faculty. Neo verschießt auch. Also macht. Überzeugt mich überhaupt nicht mit Ave. Oh, Asmo! Oh, dieses Gitter dodgt anscheinend so viele. So viele Schüsse. Das ist echt unglaublich. Oh, Low HP Faculty-Spieler. Oh, Neo trifft jetzt endlich. Oh, Neo trifft nochmal. Oh. Also irgendwie haben die Probleme, die Spieler zu killen, die da die Treppe, die Leiter hochfahren. Das passiert irgendwie so schnell. Und eigentlich hat man ja auch den Vorteil, man sieht den Schatten halt hier. Sieht man wunderbar, wie es hier reinscheint. Aber irgendwie schaffen sie es trotzdem nicht, den Frag da mal zu ziehen. Aimen da wahrscheinlich ein bisschen falsch vor. Schade. Jetzt sie marschiert jetzt somit ein bisschen weiter davon. Full Echo auch bei... Faculty werden da auseinandergenommen. Tess, Lord Pascha haben sich da die ganzen 5 Spieler untereinander geteilt. Ganz brüderlich geteilt. Schöner Move von Pascha. Von Neo. Boah, aber Mitte offen. Mitte wird jetzt erst geschoben. Aber gute Smokes jetzt. Die Faculty ja natürlich arg behindern. Hä? Wo ist denn der Katze-Spieler? Boah, jetzt ist schlecht Mitte auch einer. Die Füße! Oh, glücklich. Aber auch vielleicht... Sieht man es auch wieder. Pascha ist da im Licht runtergeschlichen.
Was natürlich, glaube ich, dem Gegner dann einen kleinen Vorteil gibt. So, auf Spot bekannt. Schön gesgas von Kirby. Und wichtig, dass er einen Frag setzt. Dizzy wäre da nämlich auch viel zu weit weg gewesen, wenn er da das 1 gegen 1 gegen Spot hätte. So, mit guter Ausgangssituation. Kuben zwar noch mit 100. Na, HE, die dürfte nicht sitzen. Tut sie auch nicht. Ruft da gut auf die Kiste. Bringt ihm aber auch nichts. Faculty steht viel zu gut. Ach, schön. Och! Ganz krass von Kuben. Ah, da muss Kirby auch eher raus. Da darf er nicht sich wieder drin verkriechen. Auch wenn es von der Zeit her vielleicht knapp war. Trotzdem muss er direkt auf Refrag. Einfach A und O im 2 gegen 1. Wenn man da schon über Kreuz steht, dann muss man einfach auf Refrag gehen. Kleiner Fehler, der die Runde kostet. Unnötig. Man hätte hier das 9-6 auf jeden Fall schaffen können. Jetzt kann es nur noch ein 10-4 werden. So, nochmal ein Push von ESC. Wird auch belohnt bei Tess. Hat wird auch Druck gemacht. Schöner Molly dort. Aber interessiert ESC gerade überhaupt nicht. Schade von Tess. Oh, das war ein Geschenk für Lord. Die Flash kam zum Glück noch im richtigen Moment an. Jetzt wartet man auch richtigerweise auf die Smoke. Gutes Gas von Kuben direkt dahinter. Also ESC kommuniziert wirklich so gut. Wahnsinn. Oh, schöner Move von Simon. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob er das schafft. ESC hat noch keine Ahnung. Oh, haben die jetzt geschalten? Boah, wie schnell sie da geschalten haben. Krass. Boah, ein Kuben macht da unten dicht. Boah, sehr schön gemoved von ESC. Wie sie das auch wirklich instant checken. Sehr, sehr stark gespielt. Simon wartet aber auch gut. Also auf jeden Fall hat er die Chance, die Runde zu machen. Solange die ESC-Spieler auseinander sind. Boah, jetzt aber gespottet. Jetzt gibt Neo Gas. Ah, jetzt wird es schwierig. Er muss schnell auf Frag gehen. Das weiß er auch. 10 Sekunden hat er noch. Bombe. Ah, Neo wird die machen. Ach, schade. Aber eine gute Idee, gute Idee. Ach, trotzdem ganz solide, auch wenn es ja nur 4 Runden geworden sind. Einsatzgemäß auf jeden Fall überzeugend. Ein paar Runden unnötig verloren. Beispielsweise gerade eben halt das 2-on-1. Ansonsten war es eine solide Vorstellung. Lässt hoffen auf die zweite. Mal schauen, wie sie hier stehen. Ob sie auch mit AWP defensiv B halten. Ob sie auch aggressiv spielen, wer weiß. Haben ja auch den Skill, mal aggressiv zu spielen. Ja, das weiß ich halt nicht, ob man da unten laufen hört. Tja, wo ist Attex? Sind in der Liga nicht eingeladen worden. So, wir sind live in der zweiten Pistole. Asmo und Mantis hier die B-Deckungsspieler. Boah, die HE. Wunderbar, die hat richtig gebankt. Wunderschönes Timing halt. So, mit guter Ausgangssituation. Allerdings am Gitter aufpassen, bitte, Kirby.
Zwei Spieler move über unten. Richtung A. Silent. Faggity steht da aber ganz okay. Mantis kontrolliert jetzt sogar fast den B-Spot. Schließt hier immer mehr aus mit Timing. Trifft auch gleich auf Tess. Boah, der Mitte aber einen Frag setzen konnte. Fast unnötig von Kirby, dort zu kämpfen. Demzufolge lässt sich Mantis nämlich jetzt auch Zeit. Das dauert dann halt zu lange. So, gut, dass er jetzt vorgeht. Kommt aber auch, glaube ich, gerade der Go. Simon spottet da ein Loch. Schön macht einen. Leider keinen zweiten. Dizzy pusht durch die Smoke. Ist nicht erfolgreich. Aber Mantis, Posi unbekannt. Und es wird offensiv gelegt. Oh, kriegt direkt die Hits. Aber trotzdem überzahlen. Achso, macht's. Nice. Starke, starke Pistole. Mantis hat sich da noch ein bisschen damit entschieden. Auch krasse Hits. Wenn er da stirbt, wenn die Szene ein bisschen glücklicher ist, haben sie da die Überzahl. Knappe Runde. Trotzdem mit gutem Ausgang für Faggity. Eine Pistole verloren, eine gewonnen. Das geht in Ordnung. Oh, aber ESC haben gekauft. Sehr schöner Move. Will ich ja sowieso nächste Zeit öfter sehen. Einfach Galil kaufen. Weste. Einfach die Gegner dafür bestrafen, dass sie so Low-Waffen kaufen. Mal schauen, ob es bestraft wird. ESC hat aber. Faggity hat aber auch zwei Famas. Also sie gehen ja gar nicht auf Billigwaffen. So, einer ist im Keller. Wer ist denn das? Lord schiebt zum B, glaube ich. Was ist denn hier oben? Okay, der Spot. Oh, Pascha kriegt First Track. So, natürlich jetzt auch die Sachen bekannt. Und ah, ist, glaube ich, ist kein Fake. Guter Ace. Ist hier schon sehr viel Schaden bekommen und die Frags sitzen für Faggity. Gucken, kommt dann die Waffe. Wenn Neo jetzt einen Frag Mitte macht. Oh, Kuben macht dann still ein. Scheint auch zu wissen, dass da noch einer Spot ist. Schöner Frag von Mantis. Gut die Runde aufgehalten. Sechste somit overall. ESC muss auf jeden Fall sparen. Über die Bühne bringen. Schön. Die beiden B-Spieler teilen sich da auch die Eco schön auf. Mantis mit 3, Asmo mit 2 Frags und jetzt wieder Geld bei ESC, somit natürlich auch Waffen. Wir haben keine AWP auf dem Spielfeld. Fraglich, wie jetzt B gedeckt wird. Oh, einer schon durch. Mann, das mit Gas. Mit Gas. Flash saß. Aber bricht es jetzt ab, dadurch, dass die Fricks fallen. Tess, Pascha, erfolgreich Mitte. Flash für Simon in die Katze, um da ein bisschen Raum gut zu machen. Wer steht da in der Smoke? Pascha. Simon gegen 2. Oh, jetzt passt da ein Loch auf. Bitter, bitter, bitter. So, jetzt 2 über Mitte, jetzt 2 Katze. Mitte-Spieler gestorben, somit hat Simon da auch keine Chance. Schöner Split von ESC. Mantis macht noch einen, aber das ist auch egal. Gute Runde von ESC. Schade, dass ich die First Fix verpasst habe, aber ich wollte halt einfach wissen, wie dort B agiert wird. Wie gesagt, ich glaube, wenn sie den First Fix nicht gefangen hätten, hätte Mantis das auch durchgezogen.
davor zu pushen. Wollte da natürlich kein weiteres Risiko eingehen. So, Geld war nochmal vorhanden. Ich sehe gerade nichts. Oh, bitte push! Schade. Man ist blind geworden, auch Mitte stirbt. Och, ESC handelt das so gut. Bitte oben, Dizzy macht ein. Dizzy, boah, starke Runde von Dizzy. Dritten hat er, glaube ich, noch Headshot gegeben. Und den konnte sich Asmo schnappen. Ja, das war derjenige. Und auf einmal dreht man die Runde. So schnell, wie sie angefangen hat, so schnell neigt sie sich auch wieder zum Ende. Ja, nicht mal unter einer Minute hier auf der Zeit. Neosposi auch bekannt, könnte abgeflecht werden. Dizzy pusht auch runter. Ah, spielt er gut, weiß genau, dass er wahrscheinlich abgeämmt wird auch. Geht kein Risiko ein. Benimmt jetzt auch die Katze. Und da ist die Bombe. Also Neo wusste das anscheinend auch. Das ist gerade noch ein B. Oh, die wussten eigentlich, wo die Bombe ist. Oh, schöner Bank von Dizzy. Sehr, sehr, sehr stark. Bombe auch nicht legen können lassen. Was wichtig ist. Das wird nämlich Eco bedeuten für ESC. Schauen, ob Tess irgendwas kauft. Mit seinen 5k. Ja, kauft eine AK. Alle Richtung B auf. Boah, schöner Ace. Wussten das anscheinend auch, dass der Eco am Stitzel ist. Gute Hits von Asmo. Der hat die AK auf Unterhälfte gezogen. Geschossen. So, hat jetzt auch eine andere Posi. Das ist immer so bitter als Terror, wenn du da im Gitter bist und nichts siehst. Was bringt dir das dann halt? Also denkst du irgendwie, das ist geil. Also du siehst halt, denkst halt, du kannst irgendwie die hinten töten, aber hat man auch vorhin gesehen, dass wenn man da durchhält, dass da irgendwie nicht alle Schüsse ankommen, weil sie einfach abgehalten werden von dem Gitter. Trotzdem, Test könnte die Runde noch knapp werden. Bombe ist auch bei Kuben direkt hinter ihm dabei. Das kriegt sogar einen mit der AK. Aber trotzdem auf 2 HP. Sollte die Waffe vielleicht sogar Kuben geben. Der aber zum B geht. Tess will das faken, also. Oh, schade. Ja, jetzt stirbt doch die Bombe. Tess Posi ist halt auch bekannt. Und Dizzy mit bisschen Prefire. Schön gemacht. 9. Runde für Faculty, 5-1 in der Hälfte, overall 12-9 die Führung noch für ESC. Aber Faculty scheint immer mehr besser ins Spiel zu kommen. Kirby mit Aave. Hat aber hier auch 0-5. Ha. Huh. B wird schnell angegangen. Oh, Mantis. Risiko, Risiko. HE sitzt. Nicht so. Asmo schön geschoben. Kann leider nur einen machen. So, Mantis. Was kannst du jetzt noch tun? Ah, leider nichts. Dizzy hat noch das Duell an der Katze. Kann da also nicht weg. Wird dort gebunden. Kann das jetzt gewinnen. Simon muss unter sich aufpassen. Da unten einer ausgemoved. Die sind mit Gas. Schön. 2 gegen 2 rausgeholt. Sie haben doch gar viel Equipment. Die Flash. Oh, Füße gesehen. Oh, die Füße. Die schönen Füße. Aber auch eine geile Posi. Hier auf diesem Träger lang gelaufen. Also B ist wirklich sehr geil irgendwie. Da kann man so überall stehen.
Hier über die Box kann man einfach hier rauf, dann. Okay, das von, ja, von hier kommt man, glaube ich, dann hier rauf. Geht nämlich sogar alleine, soweit ich weiß. Also ein cooler Spot an sich, gefällt mir auf jeden Fall. Mag ich sehr. Als Terror natürlich unglaublich schwer drauf zu kommen. Allerdings nicht, wenn man Mantis als Gegner hat, der das gerade ein bisschen gefailt hat. Ich sag's ja, solange hier eine Smoke liegt, können die Ts fast nichts machen. Was sie natürlich auch enorm lang delayed. So, B steht mir jetzt noch zu zweit. Wenn Kirby da nochmal ablenken würde, wäre es eigentlich perfekt. So, jetzt die Flash. Jetzt muss Kirby. Hätte ich Kirby schon längst schießen müssen. Oh, schade. Reicht leider nur für einen. Sieht man noch einen. Also dann doch eine ganz okay Runde. Pascha macht den am Ende doch noch. 14 zu 9. Faculty müsste wieder kaufen können. Aber wirklich was umstellen müssen sie eigentlich gar nicht. Wenn sie B unter Kontrolle kriegen. Asmo versucht es auch mit Awe jetzt. Mantis hat auch Smoke. So, Katze wird gepusht. Simon, First Track. Nein! Oh, die Ts kommen ernsthaft weg. Oh, und Gas vom Terror hinterher. Unerwartet, unerwarteter Move. Extrem mit Eiern gespielt. Mit Balls of Steel. Von wem auch sonst. Von Pascha. Höchstpersönlich. Trotzdem der Schaden. 3 HP, 5 HP. Schon wieder so eine urknappe Runde. Pascha ist schon auf Spot. Man ist noch am B. Scheinbar hat Kirby auch keine Ahnung, dass er dort rechts schon ist. Kann man fast von Glück sprechen, dass jetzt der Go kommt und dass sie da nicht vorgelaufen sind. Scheint aber auch so, als ob sie safen wollen. Oh, wenn sie wüssten, wie wenig HP sie haben. Ne, sie safen nicht. Müssen es eigentlich auch wissen. Eigentlich sind die Settings doch so, dass man das weiß. Ach, schade, 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 schade. Overtime ist jetzt schon mal sicher. Bei den Polen. Womo kannst du den Bug nicht bei B, wenn du die Smoke hast, kannst du das tauschen. Jo, habe ich vorhin schon mal gezeigt. Bug kenne ich seit heute. Habe ich auch vorhin schon mal gezeigt. Für alle, die es nicht wissen, wenn hier eine Smoke liegt, kann man als Terror hier durchschauen durch den Zaun und man sieht es quasi wie jetzt quasi. Wenn man dann wieder links gehen würde, würde die Smoke wieder erscheinen. Also hätte man hier einen enormen Vorteil. Kann man austesten, funktioniert wunderbar und wird hoffentlich auch bald gefixt. So, Fake die wieder fürs weggefahren. Da ging es nur durch, aber Bratzen in so einer Situation meist die falsche Entscheidung. Ist hier auch eine schöne Ansage mit Mitte Go. Das scheint hier der gleiche Spielstand zu werden wie bei Maus, nämlich ein 16 für 5. Und jetzt ist es auch amtlich. 16-5 verliert hier leider das zweite deutsche Team. Namens N-Faculty ESC sichert sich seinen zweiten Sieg heute und hat damit auch schon den Mill-Spieltag abgeschlossen. Die Mill-Spieltage werden jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen Zeit haben fürs nächste Spiel. Schade, aber wir haben schöne Spiele gesehen, schöne Runden. Es ging ziemlich gut los für Faculty. Sie hätten wesentlich mehr Terror-Runden holen können. Von daher haben sie mich auf jeden Fall heute mehr überzeugt. Bei Maus die Kurve, die Leistungskurve, ein ganz kleines bisschen nach oben gegangen, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Ich bin gespannt auf